Die Welt ist im Wandel und nicht erst seit Trump und dem Brexit ist es völlig unvorhersehbar geworden, wohin die Reise geht. Einer versucht es trotzdem. Der Hellseher Martin Zoller hat schon in der Vergangenheit zutreffende Vorhersagen gemacht und versucht es heute wieder, jetzt bei uns bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Martin Zoller. Danke, Robert. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Willkommen zurück in der Sendung. Wir haben ja jetzt schon einige Sendungen hier gemacht, sowohl bei Welt im Wandel TV als auch bei uns im Exo-Journal. Und wir haben uns in diesen Sendungen immer wieder um deine Vorhersagen gekümmert, die du hast zur Zukunft Europas, zu weltpolitischen Sachen und so weiter. Und du hast dir auch nicht nur positives Feedback eingehandelt, muss man sagen. Also viele Kommentare bei unserem, auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/Welt im Wandel TV heißt es, glaube ich. Gibt es also viele Kommentare. Und ich würde gerne mal jetzt gleich am Anfang der Sendung, bevor wir zu den eigentlichen neuen Vorhersagen kommen, mal mit dir so ein paar Fragen dazu auswerten, wenn du einverstanden bist. Klar, gerne. Okay, super. Also eine Elisa Wie hat geschrieben: Auf mich strahlt Martin Zoller eine sehr negative Energie aus. Es wirkt auf mich so, als ob er gerne Schreckensszenarien verkündet. Ist das so? Hast du ein Faible für Schreckensszenarien? Naja, ich würde sagen, ich gebe meine Bilder, meine Visionen wieder, die ich sehe in meinen Meditationen, in meinen medialen Analysen. Und die sind zu einem großen Teil immer gut. Die sind in den meisten Fällen sogar auch aufbauend. Aber es gibt natürlich gewisse Momente, Situationen oder Gegenden, in denen sie nicht unbedingt positiv sind. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Ich vergleiche das gerne mit den Wettervorhersagen. Wenn angekündigt wird, dass dass Winter vor der Türe steht, dass es kalt wird, dann ist das ja auch nicht die Schuld des Wetterjournalisten, Wetterforschers, genau, sondern der gibt dann einfach das wieder, was ansteht. Und bei Vorhersagen, bei medialen Vorhersagen ist es natürlich ähnlich. Ich gebe das weiter, was ich sehe, und in dem Falle mit Europa ist das halt leider nicht so gut gewesen. In der letzten Sendung, die wir gemacht haben, die hieß ja Bürgerkrieg in Europa, ja, die Visionen des Martin Zoller hat, ich glaube, ungeheuer viele Leute, zehntausende Leute haben dieses Video gesehen, viele davon auch kommentiert. Du hast darin vorhergesagt, dass es Terroranschläge geben wird und dass sich Europa auf unruhige Zeiten gefasst machen soll. Das war noch vor dem Bataclan-Anschlag, glaube ich, in Paris, relativ kurz davor. Wir haben die Sendung damals dann im Veröffentlichungsplan vorgezogen, weil sie uns ziemlich brisant und aktuell erschien. Trotzdem, jetzt gibt es einen weiteren Kommentar von Alrun Alruna. Zitat: Alles das, was er sagt, kann man mit eigener Recherche, logischem Verstand und den Augen und Herzen offen halten, selbst vorhersagen. Ich sehe das schon seit mehreren Jahren voraus. Ja, was sagst du dazu? Auch solche Spezialisten gibt es viele. Ich meine, klar, die sagen das nachträglich, aber keiner von denen hat etwas veröffentlicht oder hat sich gewagt, mit solchen Vorhersagen an die Öffentlichkeit zu begeben und nachträglich so eine Behauptung aufzustellen. Das ist natürlich einfach. Also das kann ich so gesehen auch nicht ernst nehmen. Mhm. Wir hatten ja mal eine Sendung, die viel Beachtung gefunden hat, wer der nächste US-Präsident wird. Du hast richtig vorausgesagt, dass es Trump wird. Da gab es auch Kommentare dazu, nämlich, ach ja, Trump oder Clinton, da war ja die Chance 50-50, da hat er halt jetzt mal richtig gelegen, aber es ist ja kein Kunststück. Ja, diese Art von Kommentare, da gab es verschiedene. Und den Autoren dieser Kommentare würde ich empfehlen, vielleicht ein bisschen über die Bücher zu gehen und ihre mathematischen Kenntnisse zu vertiefen. Weil wenn wir davon ausgehen, wann ich diese Analyse machte, das war im Sommer 2014. Also da war kein einziger Kandidat offiziell aufgestellt worden. Also 50% von was? Wenn wir zeitlich ein bisschen nach vorne gehen, also November, Dezember 2015, da standen noch über 20 Kandidaten zur Verfügung bei beiden Parteien. Davon waren zwei Frauen, ein Afroamerikaner, ein Indo. Da waren südamerikanischem Background die einen oder anderen. Und dann auch auf die Berufsgruppe bezogen, da waren viele davon Anwälte, einige davon auch aus der Wirtschaft, wie ich den Kandidaten gesehen habe. Also da waren es, sagen wir es mal, 22 ungefähr. Also wo sind hier die 50-50%?
Das heißt, diese Aussagen, die sind völlig unlogisch und aus dem Zusammenhang gerissen, weil die beziehen sich einfach nur auf das, was war, nachdem die Kandidaten bestimmt wurden. Aber also, dass die beiden Spitzenkandidaten gegeneinander gelaufen sind und es nur noch zwei Kandidaten im Rennen gab. Genau. Aber du hast ja 2014 nicht gesagt, Trump wird Präsident, sondern du hast gesagt... Ich habe eine mediale Persönlichkeitsanalyse gemacht, nenne ich das. Das heißt, ich habe beschrieben, wie der Kandidat ist, welches Geschlecht, welche Berufsgruppe und auch aus welcher geografischen Gegend, was sein Hintergrund ist. Und was hast du gesagt? Also ich habe gesehen, dass es ein Mann ist, dass er aus einer großen Stadt aus dem Norden kommt, in der es auch kalt ist, dass er aus der Wirtschaft kommt und dass er mit Unterricht oder Lernen zu tun hatte. Das hatte er auch mit der Universität. So, das war das mediale Profil von ihm damals. Trifft alles auf Hillary Clinton nicht zu, es sei denn, sie hat uns die ganze Zeit über ihr Geschlecht getäuscht. Aber das ist eigentlich schwer vorstellbar. Auch darüber gibt es Gerüchte. Ja, das stimmt. Worüber gibt es auf YouTube keine Gerüchte? Ja. Noch eine weitere letzte Frage jetzt aus der YouTube-Runde. Atlantica fragt, man hätte Martin Zoller auch fragen sollen, wie es mit Russland aussieht in den nächsten Jahren. Ja, hätte man eigentlich fragen können. Greifen wir jetzt mal vor. Wie sieht es denn mit Russland aus in den nächsten Jahren? Ich möchte da gerne ein bisschen ausholen, weil diese Frage finde ich spannend. Und ich arbeite ja, ich mache nicht nur meine medialen Analysen, sondern ich vergleiche die dann teilweise auch mit anderen Sehern, die Vorhersagen machten. Und das Spannende ist, wenn man zum Beispiel mediale Prophezeiungen jetzt auch von Ilmeier oder Nostradamus liest, dann findet man oft Hinweise, dass es einen Krieg mit Russland geben würde in Mitteleuropa. Jetzt, das habe ich so in meinen Vorhersagen noch nie gesehen. Und ich habe mir dann überlegt, an was das liegen könnte und kam zu folgendem Schluss, weil wir müssen ja immer wissen, dass ein Hellseher oder ein Medium, ein Seher, wenn er eine Vision empfängt, ein Bild erhält. Das heißt zum Beispiel, man sieht einen Aggressor aus dem Osten kommen. Jetzt zur Zeit dieser Seher war natürlich Russland das Feindbild und mein Gefühl sagt mir, dass deswegen die Interpretation damals war, das muss ein Russe sein, wenn die Gefahr vom Osten herkommt. Meine Bilder zeigen das mit dem Osten auch, wie wir auch aus meinen vorherigen Vorhersagen und Gesprächen wissen. Aber ich beziehe das mehr auf den Mittleren Osten, also dass die Gefahr eher aus dieser Richtung kommt und die Unruhenherde. Und ich habe natürlich auch speziell, weil ich diese Fragen auch mit Russland immer wieder in den Kommentaren sehe, auch extra nochmals nachgeguckt, ja, ist da nun etwas mit Russland, ja oder nein, in Bezug auf Aggression gegen Europa? Und das sehe ich so nicht. Ich sehe eine militärische Expansion Russlands, aber nicht gegen Europa, militärisch zumindest, wirtschaftlich schon. Was aber ganz spannend ist, ist, ich habe diese Bilder von oder diese Visionen von russischen Militärbasen, entweder im südlichen Mittelmeerraum auf Inseln des Mittelmeers oder sogar auf dem südlichen Festland. Aber das hat für mich nicht ausgesehen, dass dies durch eine Invasion entsteht, sondern eher so durch vielleicht politische Abmachungen und politische Allianzen, die neu geschlossen werden. Also eine militärische Ausdehnung Russlands, klar, auch so südliches Europa, aber eben nicht durch einen Krieg. Mhm. Ah ja, okay. Also die Russen haben bald einen Militärstützpunkt auf Mallorca. Könnte sein. Da kommen wir Ossis im Urlaub dann auch wieder klar, ne? Weil wir kein Spanisch können. Gut, das ist natürlich aber auch so, bevor wir jetzt weiterreden, dass viele Leute sich so eingeschossen haben auf diesen Begriff Hellseher und ja, dafür braucht man kein Hellseher zu sein und so weiter und so fort. Hast du dir schon mal überlegt, dass es irgendwie einfacher wäre, das mit diesem Hellseher einfach wegzulassen und zu sagen, ich berichte über meine Zukunftsprognosen, die ich anhand von politisch-wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Analysen gemacht habe oder sowas? Nein, weil schau mal, ich bekomme ja auch sehr viele E-Mails und es sind noch andere Kommunikationsmöglichkeiten als jetzt nur öffentliche Kommentare in YouTube. Und diese sogenannten kritischen Kommentare, das ist ein Bruchteil von dem, was an Reaktionen kommt. Die meisten davon sind positiv. Speziell das Mediale ist ein sehr interessanter Aspekt für viele Menschen, auch für viele interessante Menschen.
die unterstützen das, die lesen diese Berichte, die sehen sich diese Interviews an und die kontaktieren mich dann auch, die kontaktieren mich übers Internet, die schreiben mir E-Mails, das werden sehr interessante Kunden und dann muss ich ganz ehrlich sagen, beschäftigen mich die wenigen negativen Kommentare nicht im Vergleich zu den positiven Rückmeldungen und auch zum persönlichen Kontakt, der sich durch solche E-Mails mit interessanten Menschen weltweit ergibt. Also das hält sich, das ist absolut nicht vergleichbar. Und ich stehe auch dazu, woher das kommt. Also wenn eine Gruppe, eine Randgruppe findet, das ist Blödsinn, das mit dem Hellsehen, das könnte ich auch, dann lasse ich die in dieser Randgruppe vor sich hinschmachten und konzentriere mich auf jene, die wirklich auch interessant sind. Was ich auch spannend finde, wenn man zum Beispiel die Profilbilder, speziell jetzt diese ganzen negativen Kommentare ansieht, da sind 90% sind keine wirklichen persönlichen Fotos, Profilbilder, sondern das sind irgendwelche Comicfiguren, das sind irgendwelche komischen Bilder. Also ich sehe ja nicht mal, wer dahinter steckt. Ist das überhaupt ein Mensch? Ist das einer, der hat 10 oder 20 verschiedene Profilbilder, schreibt negative Artikel, genau. weil es ihm nicht gefällt? Also ich habe ja nicht mal jemand, mit dem ich da persönlich konkret kommunizieren kann und dementsprechend, ist das überhaupt ein Mensch? Ist das ein... Ja. Also auch so gesehen, alle Masken fallen im Internet. Genau. Gut. Reden wir doch mal jetzt wirklich konkret über Prophezeiungen. Du hast, du veröffentlichst ja auf deiner Facebook-Seite immer wieder neue Vorhersagen über das, was du da siehst. Es ist eigentlich ein Hobby von dir oder warum machst du das? Nein, ein Hobby ist es nicht. Ich arbeite viel damit. Ich werde auch immer wieder von Journalisten angefragt. Also und das sieht man auch auf meiner Facebook- oder Webseite. Die meisten dieser Prophezeiungen, die veröffentliche nicht ich jetzt privat, sondern die werden in Zeitungen oder Zeitschrift weltweit veröffentlicht und ich veröffentliche die ebenfalls auf meiner Webseite. Ich sehe auch, dass es hilfreich ist für Menschen zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich etwas, wie kann man sich vorbereiten, was kommt auf uns zu. Auch hier wieder ähnlich mit der Wetterprognose, wenn ich weiß, es ist schön sonnig, dann packe ich meine Kinder unter den Arm und gehe im Park spielen und mache ein Barbecue. Wenn ich sehe, dass es kalt wird, dann bleibe ich zu Hause und kaufe Essen ein, damit ich nicht bei Regen und Schnee in die Kälte muss. Also hier, für mich ist es ganz klar auch eine Möglichkeit, den Menschen zu helfen, um zu zeigen, wohin sich etwas entwickelt. Okay. So, wir haben ja auch vor der Sendung geredet. Ich habe dich gebeten, dir mal über gerade über Europa noch mal Gedanken zu machen, über den Ausgang der Bundestagswahl, über das Leben von bestimmten Parteien, Politikern und so weiter und so fort. Gehen wir es vielleicht mal durch. Wie geht die Bundestagswahl aus? Ich veröffentliche auf meiner YouTube-Seite immer wieder mediale Persönlichkeitsanalysen. Das heißt, ich analysiere die Aura von gewissen Persönlichkeiten. Im Dezember 2015 wurde ich gebeten von vielen meiner Followers Angela Merkel zu analysieren. Und ich habe dort für sie gesehen, dass es in der politischen Entwicklung keinen Abbruch gibt, sondern dass sie über die nächsten Jahre hinweg dort bleiben wird, wo sie ist. Das war Dezember 2015, schließt für mich auch die kommenden Wahlen mit ein, womit für mich eigentlich klar ist, dass sie an der Macht bleiben wird. Mutti bleibt für immer. Ob jetzt für immer, weiß ich nicht, aber sicher nicht, aber zumindest mal vorläufig. Okay, daraus entnehmen wir auch, dass Martin Schulz keine große Zukunft hat. Ich habe mich natürlich nachträglich, speziell jetzt, seit er so im Mittelpunkt der Presse ist, auch noch auf ihn konzentriert. Und ich sehe nicht, dass er sich so halten kann, wie es im Moment der Fall ist. Was heißt das? Also, dass ich sehe ihn nicht gewinnen. Okay. Siehst du dann noch mehr zur Zukunft von Schulz? Ich sehe nicht, dass er langfristig die Möglichkeit haben wird, wirklich auch an die Macht zu kommen oder sich so zu erhalten, wie er ist. Ich habe jetzt nicht geschaut, was in den Wahlen, in den nächsten, übernächsten Wahlen passiert. So weit bin ich nicht gegangen. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf dieses Jahr konzentriert. Reden wir mal jetzt über die Zukunft der einzelnen Parteien. Wobei, das ist ja, wenn man weiß, wie du arbeitest, du guckst ja irgendwie die Aura der Leute an und siehst da irgendwelche Bilder. Was für eine Aura hat eigentlich so eine Partei? Oder wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt über die Zukunft einer Partei redest?
man nennt das auch Kollektiv-Aura, also eine einzelne Person hat eine Aura, dann gibt es zwei Personen, die haben eine Paar-Aura und eine Gruppe von Menschen hat eine Kollektiv-Aura und das beinhaltet ein Land, eine Region, eine Stadt oder eben eine politische Partei. Und anhand der Entwicklung dieser Aurafarben der Partei kann man oder kann ich dann eben sehen, ob das expandiert, ob es schmäler wird, ob ein Hype, eine Zufriedenheit ausbricht oder ob eher Ernüchterung und Kühle sichtbar ist. Und anhand von diesen emotionalen Reaktionen in den Farben kann ich dann schließen, in welche Richtung sich etwas entwickelt. Mhm. Viele Leute sind besorgt wegen des aufkommenden scheinbaren Rechtsrucks in Europa. Die Geert Wilders-Partei hat jetzt nicht gewonnen in Holland, aber es steht Marine Le Pen an in Frankreich und so weiter. Und natürlich in Deutschland gibt es die Alternative für Deutschland. Wie siehst du die Zukunft der Alternative für Deutschland? Also das zweitstärkste Partei vielleicht? Ich sehe die ADF, AfD stärker als jetzt die VVP, was glaube ich von... PVV, ja. PVV, genau. Also ich sehe die AfD stärker als die PVV. Nicht als stärkste Partei, aber ich sehe sie auf jeden Fall sich etablieren können. Und was ganz spannend war, ich habe mich dann natürlich auch auf die mittellangfristige Entwicklung der Partei konzentriert und konnte dort plötzlich einen extremen Zuschuss an Geldern sehen. Das heißt, da wird eine extrem starke finanzielle Unterstützung auftauchen, die der Partei dann auch extrem gut tut und sie wachsen lässt. Okay, also AfD ist nicht so schnell wieder weg vom Fenster. Wie sieht es denn aus mit CDU und SPD und Grünen? Also die zwei, CDU und SPD, da habe ich in der Kollektiv-Aura, die sehe ich ungefähr, also ich sehe die Hauptparteien bleiben. Was mir bei der SPD aufgefallen ist, dass interne juristische Probleme ihnen zu schaffen machen. Das wird nicht vor den Wahlen sein, das kommt erst nach den Wahlen. Auseinandersetzungen, die der Partei schaden werden. Und die Grünen, die habe ich dann etwas längerfristig, sehe ich die irgendwie ganz in die Bedeutungslosigkeit fallen. Okay, gut, also wenn Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin wird, heißt es ja, dass die CDU mit hoher Wahrscheinlichkeit stärkste Partei wird. Dann braucht die CDU ja einen Koalitionspartner. Wer ist dann der Koalitionspartner der CDU? Das habe ich nicht geschaut. Also habe ich nicht gesehen. Okay, aber wird es weiter die SPD oder ich meine die Grünen, da sagst du ja, die Grünen werden in Bedeutungslosigkeit verschwinden. Mittellangfristig, das bezieht sich jetzt nicht auf die kommenden Wahlen, sondern ich habe mich hier auf die nächsten Jahre konzentriert, weil meine Prophezeiungen oder meine Vorhersagen sind ja nicht nur auf die nächsten 2-3 Monate, sondern die sind manchmal mehrere Jahre. Und ich habe mich jetzt bei der Entwicklung der Grünen darauf konzentriert, wie entwickelt sich das in den kommenden Jahren, und da habe ich sie nicht wirklich Gewicht behalten sehen. Was ist eigentlich mit der Partei Die Linke? Was ich dort gesehen habe, das ist auch eher mittellangfristig, das heißt über mehrere Jahre. Und das ist eine spannende Entwicklung, weil dort habe ich gesehen, dass die sich extrem radikalisieren wird. Und was ich auch gesehen habe, und das ist jetzt nicht nur für Die Linke in Deutschland, sondern das war auch flächendeckend Mitteleuropa. Also so das, was wir heute als Links kennen, sehe ich sich verlieren, sehe ich sich neu umstrukturieren, eben auch radikalisieren, und das ist dann so gesehen wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, wenn ich das beobachte, auch schwierig sein wird zu unterscheiden, was ist dann wirklich links und rechts, weil sich dort extrem viel auch überschneiden wird von gewissen Ideologien her. Obwohl das im Moment vielleicht utopisch scheint. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, eben. Ja. Und der Zeitraum, in dem du das siehst etwa? Ich meine, Prophezeiungen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, die sind ja ungefähr 10 bis 15 Jahre, und diese Vermischung, würde ich auch sagen, die ist über einige Jahre und dürfte vielleicht ungefähr 10 Jahre sein. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine politische Strömung an sich verschwindet irgendwie. Naja, gut, okay. Also wer hätte sich Mitte der 80er Jahre gedacht, dass die UdSSR, so wie sie existiert, sich ganz auflösen wird und verschwinden würde und in Vollkapitalismus einlenken wird? Und das kann hier würde ich jetzt sagen, geht hier in eine ähnliche Entwicklung. Also nicht in Richtung kapitalistisch, aber einfach ein totales Umstrukturieren und total neuer Weg einschlagen. Mhm.
Ja, gut, okay. Kommen wir doch mal jetzt zu den internationalen Entwicklungen. Also viele Leute denken ja darüber nach, wie geht das jetzt in der Türkei weiter? Ja, das ist ja auch ein angespanntes Verhältnis zwischen Europa und der Türkei. Was sagst du dazu? Da gibt es demnächst ein Referendum. Wie geht das aus? Also ich bekomme sehr viele Anschriften von Deutsch-Türken oder auch Türken in der Türkei, die mich gebeten haben, genau das zu sehen. Ich möchte etwas hinten anfangen, und zwar sehe ich Erdogan sein Ziel erreichen. Das heißt, ich sehe, dass es ihm möglich sein wird, sich durchzusetzen. Jetzt sehe ich aber auch, dass dieser Weg nicht so gehen wird, wie er sich das vorgestellt hat. Das heißt, ich habe folgende Entwicklung gesehen. Zuerst jetzt wird es, und das sehe ich sogar entweder gleich kurz vor dem Referendum oder dann während und kurz danach, dass es zuerst so aussehen wird, dass er sein Ziel nicht erreicht und dass es ein gewisses Aufatmen gibt, wenn man das Gefühl hat, er fällt durch. Und dann wird es ihm aber möglich sein, das Ruder umzuschlagen. Und so gesehen, und das fand ich auch spannend, ist es von der langfristigen Entwicklung her, eigentlich ist das Referendum fast sekundär, weil er so oder so das erreichen wird, was er will. Das heißt, auch wenn es im Moment dann etwas schwierig aussehen wird, wird er das Ruder herumschlagen können. Er wird die Macht wieder an sich reißen und es wird ihm möglich sein, sein Ziel durchzusetzen. Jetzt gibt es ja diesen Türkei-Deal, wie man sagt in Deutschland, der Deal mit der Türkei, der vorsieht, dass viele Menschen, die aus ihren Ländern flüchten, gar nicht erst nach Europa kommen, sondern in der Türkei schon aufgehalten werden. Und das wird jetzt auch als politisches Mittel eingesetzt für gewisse Dinge. Wie sieht es eigentlich aus so in Zukunft mit möglichen Flüchtlingen? Ich habe mich auf das Thema Flüchtlinge konzentriert, jetzt nicht nur Türkei, sondern beinhaltet das auch Flüchtlingsströme aus Nordafrika. Und ich sehe ganz klar eine neue, größere Flüchtlingswelle kommen wieder, die von der Intensivität oder von der emotionalen Intensivität her auch viel, viel stärker sein wird, als die erste war. Und was für mich, was ich ein bisschen erschreckend fand jetzt für die Stabilität Europas, war, dass bei dieser kommenden zweiten Flüchtlingswelle das Aggressionspegel der Europäer um einiges größer sein wird, als es bei der ersten Flüchtlingswelle war. Also so diese Geduld und diese schauen wir ab und lassen wir das alles integrieren, das sehe ich bei dieser zweiten nicht mehr, sondern da wird es dann sehr viele auch kulturelle Konflikte geben, die auch nicht nur jetzt von den Flüchtlingen her auf Europa getragen werden, sondern auch von Europäern, die vielleicht das Gefühl haben, sie möchten sich hier verteidigen. Okay, woher kommt diese zweite Flüchtlingswelle, wie du sagst? Ich mag das ja immer nicht, wenn man das so mit Welle und Strom und das klingt immer so eine Entmenschlichung irgendwie. Ja. Aber also diese vielen, woher kommen diese vielen Menschen? Was bringt die dazu, dann gesammelt zu flüchten nach Europa? Ja gut, was bringt sie dazu? Ich meine, Afrika ist am Brennen und der Mittlere Osten ist am Brennen. Ja gut, aber gibt es einen konkreten Anlass? Also es wird ja zum Beispiel gesagt, also Erdogan droht ja offen damit, aufzukündigen. Genau, also ich sehe diese zweite Welle nicht nur Türkei und Balkan, sondern das geht für mich auch ganz klar, eben, wie ich gesagt, auch dieser nordafrikanische Gürtel. Also es ist, ich würde sagen, dass es sehr ähnlich der ersten war, nur noch ein Stück intensiver und auch nicht nur zentralasiatische und mittelorientalische Flüchtlinge, sondern auch verstärkt aus Nordafrika kommend. Okay, was kann man denn da noch machen, damit es nicht passiert? Also ich möchte wieder auf den Vergleich mit der Wetterfront zurückkommen. Was können wir machen, wenn wir wissen, dass es herbstlich und winterlich und kalt wird? Das heißt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir ziehen uns warm an, wir kaufen uns viel gute Kleider und organisieren halt unseren Tagesablauf so, dass wir nicht zu viel nach draußen müssen. Oder wir sagen uns, gut, wir wissen, dass es jetzt ein bisschen kühl und kalt wird, also vielleicht verbringen wir auf den Kanarischen Inseln oder irgendwo an einem schönen warmen Ort, denn die etwas kühlere Zeit und warten, bis es wieder wärmer wird. Also ich würde sagen, das sind so die Alternativen, das ist wie beim Wetter, die man hat. Wird es denn wieder wärmer oder wie sieht es aus mit der Zukunft in Europa?
habe ich mich auch darauf konzentriert. Das ist natürlich auch wieder eine längerfristige Perspektive. Und trotz den größeren Unruhen, trotz den Schwierigkeiten habe ich gesehen, dass, ich möchte jetzt sagen, Europa als Block erhalten wird. Also eine Art von Europäischer Union oder Staatengemeinschaft sehe ich erhalten bleiben, auch wenn die Länderstrukturen einzelner Nationen, so wie wir sie kennen, sich verändern wird. Aber dass es auf jeden Fall weitergeht mit ganz neu ausgerichteten Formationen, Führungskräfte, wie zum Beispiel, ich habe Frankreich wieder als Grand Nation Europas gesehen nach diesen ganzen Veränderungen und nicht mehr so Deutschland, wie wir es im Moment kennen. Also in diesem Sinne sehe ich auf jeden Fall, dass es weitergeht, obwohl da, also wie gesagt, auch nach diesem Winter kommt wieder ein Frühling. Okay, gut, aber eine Schwalbe macht doch keinen Sommer. Also ich meine, das sind ja alles so Floskeln, ja. Also wie sieht's jetzt konkret aus? Du hast ja für den Zusammenhalt von Europa auch düstere Zeiten vorhergesagt. Diesen Zusammenhalt für Europa düstere Zeiten, aber dass das nicht das totale Auseinanderbrechen einer Wertegemeinschaft ist, sondern dass es eher durch diese Unsicherheiten danach auch wieder eine Neustrukturierung und eine neue Art der europäischen Verbindung entsteht und das Ganze dann auch weitergetragen wird, einfach mit einem ganz neuen Gesicht. Mhm. Reden wir mal über den Mann, der viele Leute in Europa, aber weltweit natürlich sehr bewegt, seit er im Amt ist, Donald Trump. Mhm. Kürzlich war Merkel bei ihm zu Gast. Er hat dabei gesagt, so ganz interessante Sachen gesagt, Deutschland würde der NATO irgendwie Unsummen an Geldern schulden, weil es bis jetzt nicht so viel eingezahlt hat und so weiter und so fort. Das erinnert mich so ein bisschen an deine Vorhersage, die du gemacht hast, dass Amerika Europa oder Deutschland militärisch fallen lassen würde oder sowas? Siehst du da einen Zusammenhang oder irgendwas? Ich verfolge natürlich das, was mit Trump passiert und vergleiche es dann auch immer wieder mit meinen Vorhersagen und ich sehe da ganz klare Parallelen und ich sehe auch, dass das immer noch sich in diese Richtung weiterentwickelt. Also das Ganze ist für mich ganz klar einfach auch ein langsamer Aufbau dieser Entwicklungen, die ich da vorhergesehen habe. Mhm. Also bei aller gebotenen journalistischen Neutralität muss man ja bei dem Satz von Donald Trump sagen, wo er gesagt hat, die Deutschen schulden den Amerikanern so viel Geld, weil Amerika Deutschland so lange beschützt hat, könnte man ja sagen, Leute, könnt ihr Sachen packen, könnt ihr wieder fahren, aber die Amerikaner haben ja noch andere Interessen in Deutschland. Gut, aber du siehst sage ich mal, düstere Zeiten voraus für Donald Trump, was passiert? Ja, nachdem er gewählt wurde, habe ich natürlich auch eine Analyse für seine Zeit als Präsident gemacht und ich sehe so auf jeden Fall vor Ende der Hälfte der Legislaturperiode sehe ich eine Art der Entmachtung für ihn. Nicht, dass die Administration zerfallen wird, aber dass er die Macht teilen wird. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass er diese ersten 4 Jahre oder spätestens bis zum Ende seiner Amtszeit, da habe ich seinen Tod vorhergesehen. Und zwar ist er dort, habe ich für ihn dieselben Bilder gesehen wie für Gaddafi. Und als ich diese Bilder für Gaddafi hatte, da war er 10 Monate später tot. Das war übrigens auch, das wurde von einer libanesischen politischen Zeitschrift auch veröffentlicht, meine Vorhersage. Das heißt, man kann das auch lesen. Da habe ich gesagt, er wird sterben. 10 Monate später war er tot, Gaddafi. Und bei Trump sehe ich das auch nur, dass es hier das Zeitfenster ein bisschen länger ist, nämlich diese Legislaturperiode von 4 Jahren. Also du sagst den baldigen Tod des amtierenden US-Präsidenten voraus. Hörst du schon Knistern in deiner Telefonleitung? Parken so unauffällige schwarze Autos vor deinem Haus? Oder? Ja, ich habe ja einen öffentlichen Brief, habe ich ihm geschrieben, Dear Mr. President, und ich habe ihm erzählt, dass ich ihn vorhergesehen habe und auch, was ich für seine Entwicklung sehe. Und ich habe ihm dann meine Hilfe angeboten. Ich habe ihm gesagt, er weiß ja, wo er mich finden könne. Meine E-Mail-Adresse ist überall zu lesen. Und ich habe diesen Brief im Januar, glaube ich, veröffentlicht und da haben sich sehr, sehr spannende Personen gemeldet, auch aus den USA. Und ja, ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber wer weiß, vielleicht kann ich da was bewirken. Okay, also über die genaueren Umstände sagst du auch nichts, wie es dazu Nein, kommt, oder? Da möchte ich darauf nicht eingehen, sonst das ist dann zwischen mir und ihm. Wenn er mich nicht ruft und bis vielleicht in 3,5 Jahren kein Kontakt entstanden ist mit ihm, dann können wir über das Thema wieder sprechen. Oder vielleicht schon eher. Oder falls er bis dann noch lebt. Das ist natürlich hammerhart, bitter.
Martin, manchmal liegst du mit deinen Prophezeiungen aber auch falsch. Ein genaues, genauen Prozentsatz kann man wohl nicht so sagen, aber also wenn ich dich so über die Jahre beobachtet hatte, würde ich sagen, vielleicht so in, also du liegst auf jeden Fall auch manchmal falsch, ja, aber in erstaunlich vielen Fällen richtig, aber man muss sagen, oder die Frage stellen, ist denn die Zukunft wirklich so sicher vorherbestimmt, dass du sie einfach vorhersagen kannst? Kann man da nicht noch was machen? Du hast vorhin das Bild von dieser Wetterfront gebraucht, ja? Da kommt eben schlechtes Wetter, da können wir nichts dagegen machen. Also ist es einfach wirklich so, da zieht was auf, wir können nichts machen. Die Zukunft ist völlig außerhalb unserer Kontrolle. Ist das wirklich so? Ab einer bestimmten Situation ja, weil speziell geopolitisch ist das, was heute Morgen passiert, ja nicht einfach so ein Zufallsentwicklung, sondern das wurde auch gesteuert, das wurde ausgelöst in vergangenen Prozessen. Und klar, nicht alle meiner Vorhersagen sind 100% richtig. Manchmal wird etwas falsch interpretiert, oder interpretiere ich was falsch, manchmal sehe ich etwas nicht ganz richtig. Auch das ist menschlich, aber ich muss doch sagen, dass zumindest die Grundtendenzen immer sehr, sehr stimmig waren, auch wenn einzelne Aspekte vielleicht nicht so kamen wie gesehen. Und für mich stimmt jetzt auch das mit der Grundrichtung Europas, das stimmt für mich. Und da kann es jetzt gut sein, dass dann in der Entwicklung der eine oder andere Faktor nicht hundertprozentig so kommt, wie ich es gesehen habe. Aber auch das muss man sagen, auch nur wenn 60% von dem eintrifft, was ich für Europa gesehen habe, auch das ist noch schwierig genug. Kann man sich entscheiden, welche 4 von 10 Sachen man nicht möchte, und dann ist immer noch einiges übrig. Aber ich glaube deswegen auch in diesem Sinne ist es wahrscheinlich nicht so, dass man sagen kann, man kann alles ändern, sondern eher, wie gehe ich mit dem, was passiert, um, damit es eben für mich oder mein näheres Umfeld nicht ganz so schwierig wird. Okay. Also, liebe Zuschauer, hier sitzt ein Mann, der die letzten 10, 20 Jahre oder 20, sowas. 25. 25 Jahre immer wieder in Sendungen wie dieser auftritt, Bücher schreibt, Artikel über ihn geschrieben werden, in denen er Vorhersagen trifft, von denen erstaunlich viele dann eingetroffen sind, weswegen auch wir ihn dann immer wieder mal einladen. Und er hat auch in dieser Sendung einige Vorhersagen gemacht, über die wir wohl erst in einigem Monat Abstand wirklich etwas sagen können. Hat Martin Zoller sich in dieser Sendung um Kopf und Kragen geredet oder hat er Recht behalten? Liebe Zuschauer, wenn Sie diese Sendung jetzt auf YouTube sehen, schreiben Sie uns, diskutieren Sie mit in den Kommentaren unter diesem Video. Wir freuen uns sehr darauf. Wir freuen uns auch über jeden Daumen. Und sei er auch nach oben oder nach unten, das ist uns egal. Daumen sind für uns Daumen. Also, vielen Dank, Martin Zoller. Ich hoffe, dass du nicht recht hast mit dem, was du sagst über die Zukunft Europas, über Trump und so weiter und so fort. Aber wir sprechen uns wieder, nehme ich mal an. Gerne. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.